Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Projectio, Priesterin des Schwarzen Wassers. Wir sind derzeit die Ninja-Frau des violetten Fadens, im dritten Faden. Vielen Dank, dass ihr noch immer dabei seid, wenn ihr dabei seid. Und wir werden jetzt mal Schwierigkeiten normal wie immer beibehalten. Der violette Faden, der Ayane zu Tsumugi führt, verschwindet im Schrein der Vergänglichkeit auf dem Gipfel des Hikami-Bergs. Ayane begibt sich in den Schrein. Also eben ging es ja ganz gut. Wir nehmen trotzdem mal hier. So. So. Der Schrein der Vergänglichkeit. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Bild sieht viel besser aus wie die Im-Game Ayane. Der violette Faden führt Ayane zum Schrein der Vergänglichkeit auf dem Gipfel des Hikami-Bergs. Sie begibt sich ins Innere des alten Schreins, welches selbst eine unglaubliche Finsternis auszustrahlen scheint. Spielt es eigentlich während oder noch bevor wir die gute, unsterbliche Blume? Der violette Faden wird stärker. Tsumugi muss in der Nähe sein. Aha, zeig mal her hier. Zeig mal, wie der verstärkte Faden aussieht. Aha. Okay, wir müssen nach links. Ja, also spielt das während oder bevor? Och, hier liegt aber ein Haufen Zeug rum. Oh! Zurückgelassene Notiz 3. Ein Fetzen einer Notiz wurde hier fallen gelassen. Sie hat mir gesagt, dass ich stark sein kann, solange ich diesen Faden besitze. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will stark sein. Der Gedanke an meine Schwäche ist schlimmer, als überhaupt nicht mehr zu denken. Okay, hier mein Spiegelstein. Ich mache es immer einfach so als Vorwand. Ich werde jetzt immer erstmal meine Hand wegziehen. Oh. Schnell durchrennen. Geh weg. Keine Zeit für euch. Rein da. Oh nein, ihr seid ja hier auch. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh Gott, im Durchstoß. Mach die Tür auf. Mist. Okay. Aha. Sollen wir jetzt wieder da hoch oder was? Oh, ich ahne, wo die ist.
Ja, genau. Foto? Kein Foto. Aha, also spielt davor? Oh, guck mal, das sind die Brustschwestern. Ayane durchsuchte den Schrein der Vergänglichkeit. Sie fand Tsumugi, die fast vom schwarzen Wasser verschlungen wurde, und rettete sie. Plötzlich konnten die beiden die Gegenwart von etwas wahrnehmen, das sie umzingelte und zugleich beunruhigte. Die Wesen des Jenseits waren überall. Okay. Oh, wir sind schon direkt beim letzten Faden. Ja, hätte ich nur in der letzten Folge den anderen Faden noch dazu gemacht. Ja, dann entkomme mit Tsumugi. Ayane rettet Tsumugi aus dem Schrein, jedoch werden die beiden daraufhin von Kreaturen des Jenseits umzingelt. Ayane schnappt sich Tsumugi und plant ihre Flucht. Ach ja, wir planen unsere Flucht. So, ich habe jetzt erstmal mal schnell meine Flucht geplant, hier, falls irgendwas passieren sollte. Die Reinwaschung. Im Schrein der Vergänglichkeit findet Ayane Tsumugi und rettet sie vor dem schwarzen Wasser. Jetzt müssen sie ihre Flucht planen. Von dunklen Geistern umzingelt, bleibt Ayane nicht viel Zeit. Dieser Ort ist gefährlich, sie sollte schnellstens von hier verschwinden. Ich hatte mal sowas einzuwerfen, bitte. Das da zum Beispiel. Komm mit, wir gehen. Kommt sie mit uns mit oder was ist jetzt mit ihr? Ach, da ist sie ja. Oh. Bin verwirrt. Was ist denn die mit mir? Was ist hier für ein Schnulli? Oh nein, ich renne in die falsche Richtung, glaube ich. Kommt die andere hinterher oder habe ich die verloren? Ach, die kommt schon. Nein. Ach, wisst ihr, ihr könnt mich mal. Ich mache jetzt einen auf Flucht. So, und jetzt pfeifen wir uns so eine reinigende Glut. Ach, wir haben gar keine reinigende Glut. Notizen. Oh.
Ayane setzt einen Zauber ein, der sie dem Tod näher bringt. In Finsternis gehüllt folgt sie dem violetten Faden, der ihr den Weg zu Tsumugi zeigt. Der Faden führt sie zum Schrein der Vergänglichkeit auf dem Gipfel des Hikari-Bergs. Ayane durchsucht den Schrein der Vergänglichkeit. Sie findet Tsumugi, die fast vom schwarzen Wasser verschlungen wurde, und rettet sie. Plötzlich spürt sie, wie sie von Wesen des Jenseits umzingelt wird. Okay, Sammlung. Ach, unsere Notizen, stimmt. Kann das sein, dass wir gar keine... Gar keine... Trophäe bekommen haben für die letzte... Für die letzten Tropfen? Ist aber gut hier. Ihr nervt. Ach, auch noch. Wo ist die denn? Habe ich die jetzt verloren? Oh, Kräutermedizin. Guck mal, da ist sie doch wieder. Das Gute ist, man muss die nicht beschützen. Also denen passiert nichts. Das ist echt sehr cool, weil ansonsten wäre es echt scheiße. Ich hasse sowas. Welche Leute man beschützen muss. Da liegt was. Ach, ein Spiegelstein. Ich hab's getan. Verdammt, ich hab nicht das, was ich gesagt habe, getan. So. Ja, das ist nicht ein bisschen einfach, wenn wir jetzt hier einfach rausrennen. Oh. Na, ach, reinigende Glut wäre ganz cool. Ja, Tintenfläschchen. Oh, es ist hell. Was ist da los? そのことがわかる。
丈夫。お前は強くなれる。私、強くなる。Nike versteht das nicht. Was war denn das jetzt schon wieder? Fadenläuferin. Okay. Also jetzt ist es, glaube ich, zu Ende. Standard-Outfit. Weißer Kimono. Aha. 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 Punk-Ensemble. Ja. Wow. Ah, süß. Badeanzug blau. Nee, für einen Badeanzug gebe ich doch kein Geld aus. Aha, das habe ich sogar schon mal gesehen. Mehrfarbige Brille. Okay, Bräutigam-Outfit. Ah, Schnieke. Ich finde, seine Story war irgendwie ganz komisch. Also die Rui haben wir jetzt ja überhaupt nicht mehr gesehen. Sie will nie wieder von seiner Seite weichen. Ja, ist sie jetzt seine Stütze? Ist ganz komisch mit den beiden gewesen, finde ich. Allgemein habe ich irgendwie noch ein paar Fragen offen. The Tormented. Zeig mal her hier. Aha. Niedlicher Grufti. Och, niedlicher Grufti. Badeanzug. Nein, gibt keinen Badeanzug. Kauf doch keinen Badeanzug. Okay. Hätten wir alles gekauft. Ja, also ich finde irgendwie, die Geschichte hat sich irgendwo verfranst. Irgendwo am Ende. Ich weiß auch nicht, ich bin jetzt nicht so befriedigt. ich finde diese, okay, ja, diese Faden, das Fadenzeug war ganz cool. Aber an sich, also 4 Minuten... 5 Minuten für jeweils einen Faden. Also, und dann sind die Episoden immer noch auf 71%. Das verstehe ich nicht so richtig. Was fehlt mir denn dann noch? Wisst ihr, was ich meine? Also ich verstehe das nicht. Habt ihr eine Ahnung? Das mit den Episoden schneide ich nicht. Geisterliste, Dokumente, okay, das verstehe ich noch, weil mir 2 Dokumente oder so oder 3 fehlen. Also vielleicht auch 5, keine Ahnung. Ja, aber dieses Episoden, das verstehe ich nicht. Hat das vielleicht was damit zu tun, dass ich die unsterbliche Blume gewählt habe und nicht die Shirakiku? Wäre das dann anders gewesen? Ich weiß es nicht. Würde euch das interessieren? Was passiert wäre, wenn wir die Shirakiku genommen hätten, also als Relikt statt der Dame? Dann würde ich nämlich den Tropfen einfach nochmal spielen, aber im Schnelldurchlauf, also ohne absammeln, sondern einfach nur vorher direkt alles kaufen und dann direkt durchrennen. Das könnten wir machen. Wenn ihr das gern möchtet, könnten wir das tun. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, eure ganzen Gedanken gern unten rein. Und das Let's Play wäre praktisch jetzt erstmal beendet, außer ihr sagt, wir sollen nochmal die Shirakiku-Methode wählen mit dem Rennen. Dann würden wir das natürlich noch machen. Aber morgen würde ich gerne mit euch mal in die Zusatz digitalen Dinger da reinschauen. Und ja, mal gucken, was da noch so alles dabei ist. Das wäre
Das würde ich gerne noch machen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen bei dem Zusatzalben, wenn ihr möchtet. Ansonsten könnt ihr euch gerne nochmal auf meinem Kanal umschauen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere, was euch interessiert, egal ob laufend oder abgeschlossen. Ja, bleibt gesund, habt noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss!